Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um den Nachfolger des sehr beliebten Poco X3 Pro. Also hier vor mir liegt das Poco X4 Pro. Vielen Dank an Poco Deutschland für die Leihgabe des Testgeräts. Nach meinem Test geht das üblicherweise an euch zurück. Ja, wir schauen uns das Gerät heute im Unboxing in Ersteindruck an. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Ihr seht, gelb ist Trumpf, also es kann sich quasi nur um ein Poco-Gerät handeln. Hier Poco X4 Pro, dann das Poco-Logo und sonst, ja, unspektakulär die Packung, deswegen ziehen wir es auch gleich auf, legen es aber trotzdem hier oben hin, dass ihr immer wisst, um was es dann heute geht. Ja, ein Tray, ein Papiertray, den machen wir mal auf, der ist richtig dick hier. Eine SIM-Nadel legen wir auf Seite, um später auch einen Blick in den SIM-Schacht zu werfen. Ja, im Lieferumfang sind enthalten natürlich eine Warranty Card, dann ein Quick Start Guide und noch weitere Safety Information. Ja, eine Hülle liegt standardmäßig auch dabei und hier, ihr seht es, ich hätte es beinahe einfach nur weggelegt, eine Display-Schutzfolie wird hier zumindest mitgeliefert. Ob das dann auch bei der Verkaufsversion so ist, ich gehe jetzt mal stark davon aus. Ja, eine Silikon-Schutzhülle. Die holen wir mal kurz raus. Das dürfte nichts Weltbewegendes sein, aber für den ersten Schutz finde ich zumindest unerlässlich. Und ihr seht hier die ganzen Cutouts. Es ist einfach so eine lapprige, ja, Silikonschutzhülle, die wirklich nur einen Centbetrag kostet und den Herstellern wirklich nichts abverlangt, die mal dazuzulegen. Ja, das Gerät, ihr seht es schon hier, ist ausgepackt von meinem Vortester, aber wir legen es erstmal auf Seite, um zu schauen, was noch im Lieferumfang enthalten ist. Und da ist standardmäßig dabei ein USB-C auf USB-A, Lade- und Datenkabel. Und ihr könnt es vielleicht erkennen, orange abgesetzt. Und das bedeutet bei Poco oder auch bei Xiaomi, 67 Watt Laden ist hier angesagt. Also hier das Netzteil, ihr seht es auch nochmal, 67 Watt. Hier oben der USB-A-Anschluss, da könnten auch jetzt mal weitere Hersteller auf USB-C umschwenken. Das wird langsam mal Zeit. Sonst nichts in der Verpackung, Poco üblich, sind keine Kopfhörer mit dabei, braucht man aber auch nicht. Kommen wir zum Gerät und schauen uns das erste Mal ein bisschen an. Lass es mal auf mich wirken. Hinten auf der Rückseite haben wir Kunststoff, vorne natürlich Glas. Am Rahmen sind wir auch bei Kunststoff. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es sich billig anfühlt. So hochglänzend finde ich so ein Kunststoff aber nicht wirklich so, ja, so ganz so schön. Er nimmt erstens viele Fingerabdrücke an und eine matte Rückseite würde dann doch ein bisschen, ja, feiner aussehen. Wir kommen zum Rahmen und wie gesagt, der auch aus Kunststoff ist, auf einer guten erreichbaren Höhe ist der Powerbutton hier integriert, ist der Fingerabdrucksensor, oben drüber eine Lautstärkewippe, die, ja doch, sie wackelt ganz leicht im Gehäuse herum, aber ich finde für den Preis, hier liegen wir bei 299 bis 349 Euro, je nach Ausführung. Links findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Es gibt auch immer wieder so Early Bird Preise oder auch so Angebotspreise. Da schaut doch einfach mal gerne unten in der Videobeschreibung nach. Hier oben haben wir auch wie gewohnt einen Infrarotblaster, um zum Beispiel euren Fernseher zu steuern. Dann ein erstes Mikrofon. Einer von zwei Lautsprechern, also wirkliche Dual-Lautsprecher, nicht hier die Hörmuschel. Das sagt man immer so. Es kann natürlich auch sein, dass die Löcher einfach nur drin sind und die Hörmuschel hier drüber dann den Sound abgibt. Aber Poco schreibt, es sind Dual-Lautsprecher. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Dann hier ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Das ist wirklich auch sehr schön. Auf der linken Seite haben wir gar nichts. Und unten haben wir natürlich den SIM-Schacht. Da pieksen wir kurz rein und schauen, was Poco uns hier anbietet. Wir haben hier einmal SIM-Karte und hier haben wir entweder eine zweite SIM-Karte oder eine Micro-SD-Karte zur Speicherweiterung, die übrigens auch in zwei Stufen gibt. Einmal 128 GB und das andere 256 GB. Ja, hier ist eine kleine Dichtung dran. Ich habe aber keine Angabe zu einer IP-Zertifizierung gefunden. Also Vorsicht bei Nässe, bei Wasser, bei Regen und auch bei Staub. Da muss man das Gerät dann doch ein bisschen von weghalten.
Hier unten noch ein USB-C, es dürfte 2.0 sein, Anschluss für Daten zu übertragen oder das Gerät zu laden. Übrigens verbaut ist hier ein 5000 mAh starker Akku, wenn ich es noch nicht erwähnt habe. Und hier der zweite Lautsprecher und das hat Poco ja ziemlich schnell gemacht, in ihren Geräten Dual-Lautsprecher zu verbauen. Es machen jetzt auch immer mehr Hersteller nach. Maße des Geräts und die sind nicht gerade klein. Wir haben 76,1 mm auf 159,8 mm und es ist 8,1 mm dick. Hier der Kamerabump schaut dann nochmal fast 2 mm raus und es ist 205 Gramm schwer. Es hat ein kantiges Design. Das kommt ja wieder voll in Mode. Da haben auch schon zum Beispiel Oppo so ein Gerät rausgebracht, welches ein kantiges Design hat. Das Oppo Reno 6. Video findet ihr natürlich hier oben im i oder unten in der Videobeschreibung. Ja, wir waren bei den Maßen und auch bei der Handlichkeit und ich finde das kantige Design wirklich immer sehr gut in der Hand liegt, schön griffig, es ist nicht so abgerundet, es rutscht nicht leicht aus der Hand das Gerät, das finde ich wirklich sehr gut. Jetzt schalten wir das Gerät mal an und hoffen, dass ein bisschen Power noch drauf ist, das Display geht an und da wollte ich natürlich hin. Und hier haben wir ein 6,67 Zoll großes AMOLED Display mit einer Full HD Plus Auflösung, also 1080x2400 Pixel bei 395 PPI. 120 Hertz Bildwiederholungsrate, 360 Hertz Abtastrate, also auch wirklich sehr smooth in der Bedienung. 1200 Nits kann das Display in der Spitze hell werden, das ist auch wirklich sehr guter Wert. HDR10 zertifiziert, Gorilla Glass 5 auf der Front geschützt und hier oben seht ihr eine wirklich sehr, sehr kleine Punchhole. Die Displayränder sind ja ordentlich schmal, es geht natürlich noch etwas schmäler. Hier unten das Kinn ist gewohnt etwas dicker in diesem Preisbereich, aber das ist wirklich nicht schlimm. In der Punchhole versteckt Poco eine 16 Megapixel Frontkamera. Es ist ein Omnivision Sensor mit einer Blende von f2.4. Damit könnt ihr natürlich per Gesichtserkennung das Gerät entsperren. Möglich sind Videos in Full HD Auflösung. Und jetzt kommen wir auf die Rückseite zu den anderen Kamerasensoren, drei an der Zahl. Es gibt eine 108 Megapixel Samsung HM2 Sensor mit einer Blende von f1.9. Der weitere Sensor, Ultraweitwinkel, 8 Megapixel, Sony IMX 355 mit einer Blende von f2.2, 118 Grad Ultraweitwinkel ist damit möglich. Der letzte Sensor ist 2 Megapixel, ein Galaxy Core Sensor mit einer Blende von f2.4 und das ist der ungeliebte Makrosensor, den hätten sie sich auch sparen können und hätten lieber eine 16 Megapixel Ultraweitwinkel Sensor verbauen sollen, das wäre doch deutlich besser gewesen. Ja, 108 Megapixel, Megapixel sind nicht alles, das merken wir bei der Videoauflösung. Das liegt aber nicht an dem Sensor, sondern an dem verbauten Prozessor. Zu dem kommen wir natürlich gleich. Also Videos sind mit dem Hauptsensor nur in Full HD Auflösung möglich mit 30 FPS. Elektronische Bildstabilisierung ist hier mit verbaut. Ein Digitalzoom ist möglich. Autofokus, HDR, ein Szenenmodus und ein Nachtmodus ist auch noch integriert in der Poco eigenen Kamerasoftware. Ja, Software und das ist auch wieder ein guter Stichpunkt, kommen wir zum Einrichten. MIUI 13, aber leider nur auf Basis von Android 11, aber ich vermute trotzdem, das Android 12 Update wird noch im Laufe des Jahres erscheinen. Richten wir es kurz ein und dann sehen wir uns in der Oberfläche wieder. Angekommen im System sehen wir natürlich eine MIUI-Oberfläche, die aber angepasst ist. Es liegt natürlich wieder ein Poco-Launcher drüber, so ein bisschen die Apps sind angepasst und auch die Einstellungen sind natürlich angepasst auf Grundlage, wie gesagt, von Android 11. Ja, gepowert wird das Gerät und das ist ein wenig ja schade oder es hat zu Verwunderung geführt von einem Snapdragon 695. Es ist ein Octa-Core-Prozessor mit 2,2 GHz, unterstützt durch eine Adreno 619 Grafikeinheit. Der Vorgänger, wenn ich mich nicht irre, also das Poco X3 Pro, hat einen Snapdragon 860 verbaut gehabt. Und das ist auch das Problem, dass hier der Snapdragon 695 verbaut ist, dass die Kamera zum Beispiel keine 4K-Videos darstellen kann. Finde ich ein Rückschritt zu dem Vorgänger. Wir haben hier 6 oder beziehungsweise 8 GB LPDDR4X RAM,
128 GB oder 256 GB UFS 2.2 Speicher, den ihr, wie erwähnt, mit einer SD-Karte erweitern könnt. Antutu Benchmark-Punkte ergibt das Ganze dann 395.978 Punkte. Und wie gesagt, ich finde das eher ein Rückschritt. Also das hier ist nicht mehr ein Biest, was rennt, sondern es ist ein schönes, ja, Mittelklasse-Smartphone für die alltägliche Anwendung geeignet. Natürlich könnt ihr alle Apps darauf installieren, aber bei Spiele, bei wirklich grafisch intensiven Spielen, werdet ihr da auf jeden Fall Probleme bekommen. Ja, 5G ist natürlich auch mit an Bord, trotz der 695, also da kann und darf kein Hersteller mehr im Jahre 2022 mehr drauf verzichten. LTE natürlich auch, Wi-Fi 2,4 und 5 GHz, es fehlt der neueste Standard Wi-Fi 6, Bluetooth in der Version 5.1, NFC ist zum Glück mit an Bord, 5000 mAh stark der Akku und 67 Watt könnt ihr mit dem mitgelieferten Netzteil das Gerät dann aufladen. Ja, also mein erster Eindruck vom Design, das kantige Design gefällt mir wirklich sehr gut. Auf der Rückseite gehört für mich eher eine matte Rückseite, wenn sie schon aus Kunststoff ist. Der Kunststoffrahmen ist matt, der ist wirklich sehr cool gemacht, finde ich. Der verbaute Prozessor, wie gesagt, ist hier für mich das größte Problem. Der Vorgänger, das Poco X3 Pro, gibt es mittlerweile für deutlich unter 300 Euro. Und da hat das X4 Pro doch selbst Schwierigkeiten, da halt seinen Platz zu finden. Wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare, wie euch das Poco X4 Pro gefällt. Ich werde es jetzt mal die nächsten Tage testen. Auch mal die 108 Megapixel Kamera und Fotos könnt ihr wie gewohnt bei mir auf Social Media sehen. Das blende ich hier oben euch ein. Da könnt ihr gerne mal folgen. Freue ich mich natürlich. Ja, das soll es jetzt gewesen sein zu dem Video zu dem Poco X4 Pro. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.